1000-Meter-Marke zum Dianatal 2022. In guter Formation sind sie abgesprungen, innen guter Start von Nastaria, auch Lobeli, Valuable Vista kam gut ab, Wildes Post, Iraklia, die müssen wir allesamt erstmal einsortieren lassen. Nastaria fällt ein bisschen zurück im Mittelfeld, sehen wir dann Barina vor Wagnis an vorletzter Position und Toscana Bell an letzter Stelle. In die Gegenseite hinein geht es mit der Führung von Adri de Vries auf Valuable Vista vor Wildes Post in zweiter Position. Dann außen sehen wir Iraklia innen an der Hecke galoppierend, Lobeli dort im dichten Mittelfeld. Lobeli und Iraklia nehmen Nastaria in die Mitte, außen aber auch Tirana jetzt auf dem Weg nach vorne. Sie schieben sich noch dichter zusammen, auch Wagnis kommt heran und das Schlusslicht Toscana Bell ist hier gerade mal 6 Längen von der Führenden entfernt. Jetzt aber Barina in letzter Position auszumachen hinter Toscana Bell. Es gab einige Positionsveränderungen. An der Spitze galoppiert weiterhin Valuable Vista vor Wildes Post. Das hat die beiden Vorderen nicht berührt. Die bleiben 1-2 vor Lobeli, vor Nastaria jetzt wieder in vierter Position. Dahinter dann Wagnis vor Iraklia mit Toscana Bell und Barina. So verlassen sie die Gegenseite und biegen in den Dahlwitzer Bogen ein. Valuable Vista an der Hecke mit der Führung vor Wildes Post mit Lobeli innen. Dann in dritter Spur Tirana, zwischen beiden Nastaria an vierter Stelle. Dann innen der kürze Weg für Wagnis, außen flankiert von Iraklia. Dann Barina jetzt wieder auf dem Weg nach vorne und Toscana Bell an der Hecke innen an letzter Position. So geht's in die Zielgerade hinein. Valuable Vista und hier kentert Wildes Post in super Haltung auf mit Maxim Pischer, schwarze Kappe. Dann sehen wir außen daneben Nastaria. Anders Starke will sich aus dem Schatten vor Wildes Post jetzt auch herausarbeiten. Wildes Post vor Wagnis, von Nastaria in Valuable Vista. Jetzt ist die Lücke auch für Wagnis da und die zieht an mit anderer Starke. Wagnis vor Wildes Post mit Nastaria. Außen kommt die Toscana Bell mit Iraklia, aber Wagnis ist vorn. Wagnis vor Wildes Post mit Nastaria. Dann außen sehen wir Toscana Bell, aber Wagnis hat sich schon verabschiedet von den anderen. Sie ist auf dem Weg zu höheren Beinen. Wagnis, anderer Starke im Diana-Treib vor Nastaria. Dann Toscana Bell, dritter vor Wildes Post mit Iraklia. Abstand zu Valuable Vista, Tirana, Barina und Lobeli. Wagnis, Andra Starke, erste Farbe, Geschüt Röttgen, Markus Klug, siegreich im Diana Trail 2022. Die vorläufige Platzierung zum 6. Landestages, dem Diana-Trail über 2000 Meter. Der Sieg geht an die Programmnummer 8, an Wagnis, geritten von Andra Starke. Auf dem 2. Platz die Programmnummer 4, Nastaria. Drittes Pferd die Programmnummer 6, Toscana Bell. Im 4. Rang die 9, Wildes Post. 5. Pferd die 2, Iraklia. Vorläufig zum 6. Rennen die 8 vor der 4, der 6, der 9 und der 2. So, und dann ist die Zeit zum Feiern gekommen. Hier sind unsere Sieger vom Diana-Trail, Gruppe 3 Rennen über 2000 Meter zurück. Wir haben einen überlegenen Sieg gesehen von der Programmnummer 8, Wagnis unter Andra Starke. Tja, und der Gestützleiter vom Gestüt Röttgen, Frank Dorf, der ist natürlich an der Seite seiner Siegerin. Die Mutter Weltmacht war hier Zweite in diesem Rennen und Andra Starke hat sich zwischen den beiden Stuten für die Richtige entschieden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank, Thorsten. Das Rennen war wirklich der Wahnsinn für euch. Du hast lange gebraucht, bis die Passage frei war, aber dann habt ihr richtig durchgezogen. Ja, es war sicherlich nicht einfach mit Startplatz 9.
Alle wollten auf die Ecke gehen und keiner hat eine Position hergegeben. Ich wäre sonst, glaube ich, in der 8., 9. Spur außen rum galoppiert und dann bestimmt den einen oder anderen Meter mehr. Habe sie dann nach innen beordert und war dann Mitte gegenüber so im Mittelfeld.